Shalom, Shalom. Ja, heute möchte ich zu euch sprechen über den Gott, der uns eine neue Identität geben möchte. Wisst ihr, unser Leben ist bestimmt, wie wir uns selbst sehen und wie wir Gott sehen. Das ist die Entwicklung unseres Lebens. Und da sage ich immer, wir haben auf unserer Seele, auf unserem Herzen eine Brille auf. Die eine Linse bestimmt oder entscheidet, wie wir Gott sehen, und die andere entscheidet, wie wir uns selbst sehen. Und es ist ganz wichtig für unsere persönliche Entwicklung. Und da möchte ich euch heute eine Geschichte lesen, wie Gott uns eben eine neue Identität gibt. Und das ist manchmal sehr, ja, gar nicht so einfach, weil wir so festhalten an dem Alten. Wisst ihr, wir sind nicht ein Produkt unserer Familie, unserer Kultur. Letztendlich sind wir nicht ein Produkt unserer Leistungen, wir sind nicht ein Produkt unseres Besitzes, wir sind ein Produkt des Kreuzes Jesu Christi. Und da müssen wir alle hinkommen. Aber jetzt möchte ich euch von Mose lesen. Ich liebe den Mose, der hat alles so hundertprozentig durchgemacht. Als Mose, das steht im 2. Mose 2, 11 bis 19, als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Mose schaute sich nach allen Seiten um, und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Moses den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Fragte er denjenigen, der ihm Unrecht war. Wer hat dich zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Entgegnete der Mann. Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter? Mose erschrak und dachte, nun ist die Sache doch herausgekommen. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen zu diesem Brunnen und schöpften Wasser, um die Tränkrinnen für die Tiere ihres Vaters zu füllen. Da kamen andere Hirten und wollten sie verdrängen. Mose kam jedoch den Mädchen zu Hilfe und tränkte ihre Herde. Als die Mädchen zu ihrem Vater Reguel heimkamen, fragte er sie, warum kommt ihr heute so früh nach Hause? Ein Ägypter hat uns gegen die Hirten verteidigt, erzählten sie ihm. Er hat sogar das Wasser für uns geschöpft und die Herde getränkt. Mose saß an diesem Brunnen in der Kleidung eines Ägypters. War er deshalb ein Ägypter? Nein, er trug die falsche Kleidung. Er trug die Kleidung eines Sohnes der Welt, aber eigentlich war er der Sohn eines Leviten. Er war schon, als er noch im Mutterleib war, dazu auserwählt, der Führer einer Nation zu sein. Durch die Führung Gottes wurde er am ägyptischen Königshof erzogen und bekam, menschlich gesehen, die beste Ausbildung, die man zu jener Zeit bekommen konnte, um ein Regent zu werden. Er war erzogen als Ägypter, und er trug die Kleidung eines Ägypters. Als Mose die erste Gelegenheit bekam, als Führer zu handeln, reagierte er sehr impulsiv. Er sah, wie ein Ägypter einen seiner Landsleute quälte, und er setzte sich sofort als Richter selbst ein und erschlug den Ägypter. Die Berufung wurde dennoch nicht von ihm genommen, aber Gott führte ihn in die Wüste. Zu dieser Zeit trug er noch die falsche Kleidung, die nicht seiner wahren Identität entsprach. Die Frage, die sich hier für uns stellt, lautet, worin suchen wir unsere Identität? In unseren westlichen Ländern versuchen viele Menschen, ihre Identität in ihren Leistungen, in ihren guten Noten, in ihrem Ehrgeiz, in ihren sportlichen Leistungen, Hobbys, schwere Arbeit zu erhalten. Oft suchen wir unsere Identität auch in unseren Gaben. Eine Frau kam einmal zu mir, sie war die bekannte Gospelsängerin in Amerika. Und über Nacht hat sie die Stimme verloren. Sie kam so, sie konnte nicht mal richtig reden.
Sie konnte nicht einmal laut reden mit mir. Dann hat sie gesagt, Gott hat mir die Stimme weggenommen. Da sage ich, ja, und, war das dein Götze? War das deine Identität? Sagt sie, ja, was anderes habe ich ja nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das ist noch nicht deine Identität, denn Gott hat noch was viel Besseres für dich. Sie hat sich über ihre Gabe als Gospelsängerin identifiziert, das war ihr Leben. Ihr Leben, unsere Gaben sind es auch nicht. Meine Identität habe ich jahrelang in meinem sozialen Einsatz gesucht. Aber es war nur ein Gewand der Selbstgerechtigkeit. Ich sah mich selbst immer als die Hilfsbereite, die Sozialarbeiterin, die für alle Probleme zuständig ist. Bis der Herr zu mir sagte, ich will nicht deine guten Werke, ich will dich. Worin suchst du deine Identität? Ich glaube, mit der Frage wurden wir jetzt in dieser Krise alle konfrontiert. Die Identität des Mose lag in seiner Erziehung als ägyptischer Königssohn. Aber mit dieser Identität konnte Gott nicht mit ihm arbeiten. Damit konnte er ihn nicht für seine Berufung gebrauchen. Deshalb musste Gott Mose in die Wüste führen. Ihr Lieben, ich war schon ein paar Mal in der Wüste und wie ich dann in der Wüste war, habe ich gesagt, Herr, wo habe ich da Warnschilder übersehen? Wie bin ich da hereingeraten? Sagt er, du hast gar nichts übersehen. Ich habe dich geführt in die Wüste, damit ich mit dir freundlich sprechen kann. Und wisst ihr, in der Wüste, da wird man nicht mehr abgelenkt von irgendetwas. Da ist es heiß, trocken, gar nichts zum Ablenken. Da hat Gott die volle Aufmerksamkeit von uns. Also er musste den Mose in die Wüste führen. Auch uns muss manchmal Gott in die Wüste führen. Dort haben wir eine Privataudienz mit Gott. Und wir können ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Also wenn ich in der Wüste bin, sage ich immer, Papa, bitte red schnell, ich will da wieder heraus. Auch wenn er mich in der Nacht aufweckt und mit mir sprechen will, sage ich, Papa, bitte schnell, ich will wieder weiterschlafen. Ich höre, ich höre. So, Mose war 40 Jahre in der Wüste. Und nach diesen 40 Jahren hatte er die Identität eines Hirten angenommen. Und besaß nicht mehr die Identität eines Königssohnes. Er schaute nicht mehr aus wie ein Königssohn, hat sich nicht mehr gekleidet wie ein Königssohn, nicht mehr gedacht wie ein Königssohn, nicht mehr geredet wie ein Königssohn. Er war jetzt durch und durch Hirte. Er sprach wie ein Hirte, er dachte wie ein Hirte, er fühlte wie ein Hirte, er verhielt sich wie ein Hirte und er sah aus wie ein Hirte. Und er trug die Kleidung eines Hirten. Und im 2. Mose 3 lesen wir, Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Jetzt hören wir zum ersten Mal, dass Mose in eine direkte Beziehung zu Gott tritt. Er fängt an, mit Gott zu reden. Und Gott offenbart ihm sein Herz. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin, der ewig Gegenwärtige. Und ihr Lieben, darum ist der wichtigste Augenblick oder die richtigste Zeit immer jetzt, jetzt, jetzt. Unser Gott ist ein Gott des Jetzt. Vergangenheit ist schon weg, Zukunft noch nicht da. Aber wenn du lernst, mit diesem deinem Gott im Jetzt zu leben und im Jetzt zu handeln und im Jetzt zu glauben, dann wirst du sehen, was sich dann in deinem Leben an Positiven offenbart. Also wir sehen, dass der lebendige Gott beginnt, zu Mose zu sprechen. Diese Dornbusch-Erfahrung war sehr wesentlich für den Mose. Er begegnet hier einem brennenden Busch, der zwar brennt, aber nicht verbrennt. Und da, wisst ihr, Gott möchte, dass wir eine Identität haben, die so in Christus ist, die so aus ihm heraus ist, dass er uns alles zumuten kann, weil er weiß, er gibt uns auch alles dazu. Nur wenn wir unsere eigenen Wege gehen, unsere eigenen Ideen umsetzen wollen, dann wird es manchmal sehr happig. Ja, also Gott
Die ganze Gelegenheit wird noch unglaublicher für Mose, denn Gott gibt ihm den Auftrag, nach Ägypten zurückzukehren. Mit dem Land hat er kaum mehr eine Identität gehabt. Er war jetzt ein Hirte. Er war jetzt ein Israeli. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in deiner Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Das lesen wir im 2. Mose 4, 1 bis 3a. Mose hatte alles von seinem ägyptischen Lebenswandel während der 40 Jahre in der Wüste aufgegeben. Er war jetzt durch und durch Hirte und hatte alles losgelassen, fast alles. Er hielt noch den Hirtenstab fest, der ihm die Identität eines Hirten bescheinigte. Ich kann mir vorstellen, dass er zu Gott gesagt haben könnte, aber lieber Gott, jetzt habe ich alles losgelassen, alles. Dieser blöde Stecken kann dir doch nichts mehr bedeuten. Obwohl Mose vielleicht nicht ganz verstand, warum er den Stab loslassen und auf den Boden werfen sollte, er gehorchte. Und wisst ihr, das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt im Leben eines jeden Mannes. Nämlich dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als seiner eigenen Logik. Die Logik des Mannes, wisst ihr, das ist ein herrliches System da drum. Ich bin froh, dass wir Frauen das nicht haben. Darum lassen wir es auch leichter los. Aber Männer haben ein ganz, ganz raffiniertes Ablagesystem. Ihre Logik, und die muss ans Kreuz. Denn der Herr wird manchmal von uns Sachen verlangen, die unserer Logik total entgegenstehen. Und wie er zum Beispiel zum Petrus sagt, er soll aus dem Boot steigen und ihm nachfolgen, am Wasser. Der Mose war doch ein Fischermann. Der hat sein ganzes Leben kein einziges Mal die Erfahrung gehabt, dass Wasser trägt. Und Jesus sagt, steig heraus, lass das Alte los. Das ist ganz wichtig für uns. Wir müssen permanent Altes loslassen, damit der Herr Neues tun kann. So, und dann wirft er ihn auf den Boden. Ja, und das habe ich dann noch. Übrigens, das ist mein Buch, Lola Gola. Ihr könnt euch diese ganzen, ich habe da sehr viel geschrieben über den, was wir loslassen müssen, damit wir dann anfangen zu denken und uns so zu sehen und so zu verhalten, wie Jesus sich in uns verhalten würde oder tut. Also Mose hatte alles von seinem ägyptischen Lebensland während der 40 Jahre der Wüste aufgegeben, aber er ist durch und durch Hirte. Aber er warf diesen Stecken an den Boden und zu seiner großen Überraschung wurde es eine Schlange, und zwar eine dicke. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Mose einige Schritte gesprungen ist, rückwärts. Er war schockiert, was er da in der Hand getragen hat. Ja, aber wisst ihr, alles, worin wir unsere Identität finden und suchen, ist letztendlich eine Schlange, kommt nicht aus dem Reich Gottes. Und dann sagt Gott noch beim Schwanzbacken, jeder Hirte, der 40 Jahre in der Wüste lebt, der weiß, Schlange, Schwanz, beißen. Und er würde sagen, lieber Gott, darf ich dich bitte aufklären? Das funktioniert nicht, logisch gesehen. Aber bei Gott funktioniert es. Und er nimmt die Schlange beim Schwanz und sie wird wieder ein Stock. Mose hat den Test jetzt bestanden. Der letzte Test eines Mannes ist seine Logik, die der Herr prüfen wird, ob du das Wort Gottes höher stellst oder den Auftrag Gottes höher stellst als deine Logik. Und das hat jetzt der gute Mose bestanden. In der Wüste will Gott, dass wir ihn und uns selbst entdecken. Deshalb hat Mose in der Wüste beide Identitäten abgelegt.
die Identität des Königssohnes und die Identität des Hirten. Dadurch machte er sich völlig abhängig von Gott. Er wurde mit Gott eins. Und wisst ihr, das ist es um und auf, dass wir mit Jesus eins werden. Wenn ihr in, wenn meine Worte in euch bleiben und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es geht um eine intime, innige Liebesbeziehung, eine Einheit. Also, schauen wir uns einmal an, wie Jesus mit seiner Identität umgegangen ist, worin er seine Identität gefunden hat. Jesus war ein Zimmermann aus Nazareth. Und über ihn sagten die Leute, was kann schon aus Nazareth Gutes herauskommen. Als er mit seinen Jüngern durch das Land zog, hatte er keinen festen Wohnsitz, außer für kurze Zeit in Kapernaum. In einem geliehenen Stall ist er zur Welt gekommen. Er hat in fremden Häusern gewohnt. Er ist auf einem geliehenen Esel geritten und in einem geliehenen Grab begraben worden. Und reiche Frauen haben für seinen Unterhalt gesorgt. Jesus war ein Straßen- und Wanderprediger, dessen Mitarbeiter alles andere als perfekt waren. Dauernd verwickelten sie sich in Eifersüchteleien, wer zu seiner Rechten und wer zu seiner Linken sitzen würde. Als er sie am dringendsten brauchte, schliefen sie ein. Einer verriet ihn, einer verleumdete ihn und einer beging sogar Selbstmord. Ich habe mich immer beklagt. Beim Herrn habe ich gesagt, Herr, was ich mitmache mit meinen Mitarbeitern. Sagt er, ja, darf ich dir von meinen erzählen? Und dann hat er mir diese Liste diktiert. Aber hat das Jesus wirklich bestimmt? Hat er seine Identität ausgemacht? Sicherlich nicht. Denn Jesus wusste, seine ganze Identität hängt von seiner Beziehung mit dem Vater ab. Er wusste, dass der Vater ihn liebt und dass der Vater für ihn ist. Auch wenn die ganze Welt ihn ablehnen würde, war er sich sicher, dass der Vater große Freude an ihm haben würde. Wie sieht es da mit deiner Identität aus? Bist du ein Weltverbesserer, ein Zyniker, eine Stimmungskanone, ein Schweigsamer, ein Menschengefälliger, ein Liebessüchtiger, ein Misstrauischer, oh, misstrauisch ist alles für die weibliche Rasse auch, als Hilfsbereiter. Wir alle suchen unsere Identität in irgendetwas. Und das zu entdecken gilt es in unserem Leben, dass du herausfindest, wo ist meine Identität. Er hat mich sogar gefragt vor einigen Jahren, Maria, wenn ich dich nie mehr in einem Leben verwenden würde, würdest du mich trotzdem lieben? Dann habe ich gesagt, Herr, dann kannst du mich gleich heimnehmen. Aha, hat er gesagt, dein Dienst im Reich Gottes ist dir wichtiger geworden als deine Liebesbeziehung zu mir. War sehr ernüchternd. Ihr Lieben, ich habe dann gesagt, Herr, und wenn du mich nie mehr verwendest, ich liebe dich und ich bleibe bei dir. Du bist mein Leben. Aber wisst ihr, oft suchen wir auch unsere Identität in Krankheit. Ich habe das einige Mal erlebt bei Menschen, deren Eltern nie Zeit hatten für sie, weil sie immer im Geschäft waren. Aber wenn das Kind krank war, dann bekam es Aufmerksamkeit. Und diese Menschen sind oft sehr anfällig für Krankheiten, unbewusst. Dann kriegen sie Aufmerksamkeit. Manchmal versuchen wir auch auf diesem Wege Liebe durch Leiden. Eine Frau kam einmal zu mir mit ganz vielen Problemen. Da habe ich gesagt, ja, willst du herauskommen aus den Problemen? Sagt sie, eigentlich nicht. Ich sage, warum bist du dann hier? Sie sagt, ich möchte mich nur wohler fühlen in meinen Problemen. Sag ich, ja, wieso denn das? Sagt sie, wenn ich keine Probleme mehr habe, kümmert sich ja niemand mehr um mich. Wow. Ja. Aber wisst ihr, auf der einen Seite tut uns die Liebe, die wir dadurch empfangen, durch diese Manipulationen gut, aber auf der anderen Seite führt es zur Sucht. Es ist ein zwanghaftes Verhalten. Man macht Menschen von sich abhängig. Auch Depressionen oder Selbstmitleid setzen wir manchmal oft unbewusst dafür ein. Worin findest du deine Identität? Dr. Neil T. Anderson hat einmal gesagt,
Das Verständnis deiner Identität in Christus ist absolut fundamental, um ein sieghaftes und ausgewogenes Leben in Christus zu führen. Der Dr. Timothy Warner erklärt, welche Lügen sich der Satan häufig bedient, um uns unserer wahren Identität, die Gott uns geben möchte, zu berauben. Und davon möchte ich im nächsten Video sprechen. Ihr Lieben, Satan ist ein Lügner. Er verdreht alles. Er ist ein Durcheinanderbringer. Er will auf jeden Fall unser Leben zerstören. Und am meisten Zerstörung bekommen wir, wenn da drinnen nicht die Wahrheit regiert, sondern diese Lügen, die wir durch unsere Erfahrungen uns angezogen haben. Und jetzt möchte ich gern, dass du bis zum nächsten YouTube einmal vor Gott gehst und sagst, Vater, zeig mir, wo finde ich meine Identität? Wenn du mir Folgendes wegnimmst, was würde dann meinem Leben keinerlei Bedeutung mehr geben? Frag den Herrn, du wirst sehen, er hat die Antwort. Und das ist freisetzend. Ich bin so dankbar, obwohl der Herr mich jetzt in den letzten Jahren verwendet hat, zu meiner eigenen Überraschung, ganz viel in Afrika umzusetzen. Kannst du mir alles wegnehmen. Kannst du mich herausholen. Aber nur der Heilige Geist. Ich lasse mich von niemandem herausholen, außer von ihm. Und wäre in keiner Weise in meiner Identität gestört oder geringer. Ich bin ein wertvolles Kind Gottes, weil Jesus für mich gestorben ist. Und weil er mein altes Leben auf sich genommen hat und mir seine neue Identität gegeben hat, als erlöster Mensch. Als Mensch, der geliebt ist und deshalb lieben kann. Ein Mensch, dem alles gegeben wurde aus Gnade und deshalb kann ich geben. Ein Mensch, dem Gott gedient hat, deshalb kann ich dienen und so weiter. Shalom, Shalom. Thank you.